Und es ist Nacht in Einsamkeit. Da tolle Wurst. Immer noch Leute auf der Straße. Der Winking Ski war. So, guter Mann, wo finde ich dich denn? Da. Tag, Lisette. Na? Ja. Ihr braucht etwas? Unsere gemeinsame Freundin schickt mich. Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Okay. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Moment mal. Was sollte ich am besten mitnehmen? Was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Ah. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum leisen Bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Okay. Kriege ich denn meinen Kram dann wieder? Moment, ich muss ein paar. Ich bin bereit. Hier ist alles, was ich brauche. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Ich finde euch schon auf der Feier. Keine Sorge. Nein! Jetzt habe ich nichts. Ach Quatsch. So rum. ich brauche meine Rüstung. Nee. Ich brauche. Was haben wir denn hier? Mein Schwert. Mein Dolch. Wenn ich irgendwo einbrechen muss. Und die. So. Okay. Und jetzt trifft Delfine bei den Stellen. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Alles klar. Eure Aufgabe ist es, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Eure Aufgabe ist es, Junge, euch unter die Gäste der Feier zu mischen, ohne als Spion verdächtig zu werden. Ich kümmere mich um alles Übrige. Wie mache ich denn jetzt? Bringe ich das hier am besten erst nach Hause, oder? Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Mit seiner Stimme. Er soll ihn einfach... Bin ihn hier. Sehen wir ja, was jetzt passiert. Ah, da bist du. Okay. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Jo. Ja, Malborn ist startklar. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Das heißt? Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ah, gut. Okay, das wollte ich wissen. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Alles klar. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Das hast du mir gerade schon gesagt. Also. Festliche Kleidung, festliche Stiefel. Den Ring kann ich tragen.
Okay, dann machen wir das so. Ach, so sieht's aus. Hallöchen. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Ja, ich bin... Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Okay, dann gebe ich ihr jetzt den ganzen Kram. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Okay. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Kriegen wir hin. Viel Glück. Eine Kutschfahrt, die ist lustig. Ah, was ist da mit der Grafik los? Verdammte Tat. So, hallo. Ah, da kommt wohl noch jemand zu spät zu Elon Bens kleiner Abendgesellschaft. Ja. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werte Dame. Hallöchen. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest, damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Macht Sinn. Bitte, heutzutage trinken die Leute deutlich zu wenig, meint ihr nicht? Ja, das stimmt. Ich werde mich hier kurz ausruhen. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Ja, hier. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Nun denn, hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter und so fort. Ich tue nur meine Pflicht. Alles in bester Ordnung. Willkommen zurück. Hallo. Bitte tretet in die Botschaft ein. Ich brauche erstmal was zu trinken. Ja, dann wollen wir mal. Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elin Wen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Ja, das freut mich. Und ihr seid? Ich bin... Ich stelle mich einfach mal nicht vor, oder? Naja, doch, komm. Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gästeliste gesehen. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Ja. Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Altowein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia-Rotwein entkorke? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Okay, danke. Gut. Ich fange mal nicht direkt an, hier zu klauen, oder? So, Malbon. Rück mal mein Zeug raus. Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben. Wie lenke ich denn die Wachen ab? Ja, was benötigt ihr? Hier, bitte die Dame. Feinster kolovianischer Weinbrand. Kann ich euch sonst noch etwas servieren? Nö. Lebt wohl. Gut. Wen haben wir denn hier so? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Aha. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Da fällt mir doch direkt mal was ein.
Obwohl, ich wollte mich ja noch ein bisschen auf der Party umschauen, ne? Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu entlohnen. Sprecht weiter. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Das war leicht. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus der Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Alle mal aufgepasst. Was macht die denn hier? Aufmerksamkeit haben? Ich habe euch etwas mitzuteilen. Lasst uns auf Elenven anstoßen, unsere Geliebte. Natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten los, von euch... Los, lasst uns gehen. Schnell, bevor uns noch jemand bemerkt. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. So. In Ordnung, in Ordnung. Nehmt eure Hände weg von... Lasst mich das Gespräch führen. Gib mir meine Ausrüstung. Gib mir meine... Jemand, bring mir mal was zu trinken. Schnell. Noch nicht. Gib mir meine Ausrüstung, Mann. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Ach so. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Alles klar. Folgt mir. Wer kommt da, Malborn? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast? In der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Zwing mich nicht, dich zu töten. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Los, raus da! Ich habe nichts gesehen. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ich werde die Tür hinter euch verschließen. Vermasselt das bloß nicht. Keine Sorge, alles gut. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Alles klar. Geh. Ich habe aber keine Rüstung. Verdammt. Heilung, wenn jemand auf der Feier meine Abwesenheit... Ja, ja. Merkt, sind wir beide tot. Beeilt euch. Ich muss wieder zurück, bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Okay, jetzt heißt es... Boah, ich konnte hier doch mal schnell speichern, oder? Beeilung, wenn jemand auf der Feier meine Abwesenheit bemerkt, sind wir beide tot. Habt viel Glück, ihr seid jetzt auf euch allein marschieren sehen? Zu wem gehören sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Okay. Nein, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ein Magier, zwei Wachen. Mir wäre recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde. Für die sind wir doch nur niederes Fußvolk. So, jetzt geht er weg. Nun, wir sollten besser wieder unsere Runden drehen. Ich muss da natürlich rein, ne? Scheiße. Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwo eine Rüstung oder sowas ist. Moment mal.
Verdammt! Ich lasse euch hier. Ihr seid tot. Scheiße. Ich hab den angestoßen, ne? Ich hätte ein bisschen warten sollen. Ich habe den angestoßen. Naja. Selbst schuld. Wie geht das denn? Wieso hat der mich gesehen? Ui, das war ein wichtiger Schlüssel zum Verhörzimmer, okay. Ah, gar nix. Ja, das ist ja alles sehr unauffällig, ne? Würde ich mal. Oh oh, okay, mein Zauber ist vorbei. Jetzt ist eh egal, die wissen eh, dass wir hier sind. Dossier der Talmor, Delfine, Ulfric, aktueller Stand. Erstmal durchlesen. Aktiv festnehmen oder töten. Aha. War während des Ersten Krieges ein Ziel von hoher Priorität. Ich lese wieder nur quer, ne? Ich lasse das lang genug stehen, damit man sich das angucken kann. Drei Mordanschläge. Aha. Assassinenteam. Okay. Gut, die wissen schon mal nicht, wo Delfin ist. Das ist schon mal gut. Ulfric. Unkooperativ. Ein Schläfer. Aha. Er war der Sohn des Jarl von Wilm. Aha. Wertvolle Aktivposten. Operative Anmerkungen. Die direkte Kontaktaufnahme bleibt im Bereich des Möglichen. Als Schläfer. Ulfric Sturmmantel. Boah, was eine Politik hier. So, so. Aktueller Stand. Wir erwarten einen Durchbruch bei unseren Bemühungen.
Drachen auferstehen. Ah, die haben auch keine Ahnung. Um ihn zu verhören. Die Person ist stur. Mittlere manuelle Abwicklung. Was soll das heißen? Rulin-Deal. Ah, den habe ich gerade erledigt. Okay. Die der Treppe zu eurem Büro am nächsten liegt. Dann würde ich doch mal sagen, wir holen den guten Mann da raus. In der Kiste. Hallo? Wieso brechen wir gerade die Frames ein? Nee, alles gut. Komm zurück. Komm zurück, dann erledige ich dich. Okay. Ist mir gar nicht schlecht. Esborn. Esbären? Esbären? Was ist Esbären? Wer ist ein Esbären? Über die Rückkehr der Drachen. Entkommen aus der Botschaft. Flüchtling, nur festnehmen. Ersten Krieg, einer der Wissenshüter der Klingen. Er war nicht im Außeneinsatz. Aha. Für Straf- und Umerziehungsmaßnahmen nach Alinor zurückbeordert. Das klingt schon gemein, ne? So, operative Anmerkungen. Ah, die wollen also diesen Esbären. Dann werden wir ihm doch mal zuvorkommen, ne? Würde ich sagen. In Riften versteckt. Okay. Ein möglicher Augenzeuge wird verhört. Oh. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der Falle und wir haben euren Komplizen. Ergebt euch auf der Stelle oder ihr werdet beide sterben. Macht nichts. Schweigt, ich bin sowieso schon tot. Bewegt euch. Langsam. Na, dann kommt doch her. Er muss doch irgendwo hier sein. So, jetzt zu zwei Freunde. Halt! Nein! So.
Malborn! Oh, scheiße. Ich habe Malborn nicht getötet, oder? Nein, das war ich nicht. Oh nö, das war ich nicht. Malborn. Das brauchst du nicht mehr. Nee, ich habe diese beiden Pfeifen hier getötet. Tut mir leid, Kumpel. Außerdem hat er keinen Kopf mehr. Das war ich garantiert nicht. Ich würde die Elenven gerne noch erledigen. Hey, wer bist denn du? Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Nee, komm. Was? Wir hauen ab. Wer? Was wollt ihr dann? Ja, natürlich. In Ordnung. Los, hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich stelle mich nicht den ganzen Elben gegen Elfen da gegenüber. Nee. Wir hauen erstmal ab. Wie ihr wollt, aber erstmal sollten wir gehen. Ja, dann komm. Alter, hier ist keiner mehr. Was haben wir denn hier noch? Oh. Ziele verfügen 10 Minuten lang über gesteigerte Kampffertigkeiten, Gesundheit. Hier geht's raus? Okay.